Hallo, Kalle hier für djsetup.de. In diesem Video heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Traktor sogenannte Super Knobs oder Super Buttons einrichtet. Der Name hört sich ein bisschen komisch an, Super Button for the Rescue, aber die Dinger sind eigentlich wirklich cool. Was ich euch zeigen möchte, ist, wie ihr mit dem Drehen eines einzigen Knobs mehrere Funktionen in Traktor gleichzeitig steuern könnt. Warum braucht man das Ganze? Naja, man hat halt meistens, wenn man auflegt, nur zwei Hände zur Verfügung, möchte aber gerne mehr als zwei Sachen gleichzeitig steuern. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr auflegt und ihr habt die Bässe rausgedreht, habt gleichzeitig noch einen Filter reingedreht, einen Effekt reingedreht und versucht jetzt ziemlich schnell alle diese drei Sachen wieder gleichzeitig zurückzunehmen, wenn der Bassschlag wiederkommt zum Beispiel. Diese Super-Knobs sind dafür gedacht, dass man diese drei Sachen, also als Beispiel jetzt drei Sachen, Filter reindrehen, Tiefen rausnehmen, Effekt reindrehen, auf einen einzigen Button legt. Was wir heute mal ausprobieren möchten, ist, verschiedene Effekteinstellungen auf einen und denselben Button zu legen. Ich möchte also mit dem einfachen Drehen dieses Knopfes gleichzeitig, hier oben sieht man das schon, den Beatmesher, den Delay und den Iceverb steuern, und zwar verschieden stark, also nicht alle gleich stark. Dazu gehe ich als allererstes mal in den Controller Manager. Ihr seht, ich habe den Zone K2 hier schon eingerichtet, geht natürlich mit jedem anderen MIDI-Controller ganz genauso. Ihr könnt es auch theoretisch auf einen Fader legen. Wir machen es heute mal mit einem Knob. Als Software läuft im Hintergrund Traktor Pro 251, geht aber auch mit neueren oder älteren Versionen. Als allererstes möchte ich, dass die Effektsektion für diesen linken Kanal, nämlich Kanal A, überhaupt aktiviert wird. Dazu sage ich Add In, Mixer, FX Unit 1 on und lerne das auf meinen Super Knob an. Das heißt, sobald ich jetzt an diesem Knob drehe, hier sieht man es, wird die Effect Unit 1 für Kanal A angestellt. Ich sage hier noch im Device Target, im Assignment, dass das Ganze für Deck A gelten soll. Als nächstes möchte ich den Dry Wet hier von 0 auf 100 aufdrehen mit dem Knob. Also sage ich Add In, Effect Unit, Dry Wet Adjust, lerne wieder denselben Button an. Traktor hinterlegt das hier auch gelb, das heißt, Traktor zeigt einem direkt, hey, du hast hier zwei Funktionen auf dem gleichen Button liegen oder auf dem gleichen Knob liegen, aber genau das wollen wir ja. Also nochmal, durch das Drehen hier am Knopf wird einerseits die Effect Unit eingeschaltet, andererseits der Dry Wet gesteuert. Zudem möchte ich jetzt noch, dass die Einzeleinstellungen für die drei Effekte auch mit diesem Button gesteuert werden. Also Add In, Effect Unit Knob 1, das ist hier dieser Regler, lerne ich an auf den Button. Add In, Effect Unit Knob 2, lerne ich auf den Button an. Und Add In, Effect Unit Knob 3, lerne ich auf den Button an. Jetzt passieren also schon fünf Sachen gleichzeitig, sobald ich an dem Knob drehe. Effect Unit wird eingeschaltet, Dry Wet geht hoch und die drei Parameter der Einzeleffekte gehen hoch. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass alle drei Effekte, sowie auch der Dry Wet, alle von 0 bis 100 gehen. Also wenn der Knob ganz runter gedreht ist, haben wir 0. Wenn der Knob ganz hoch gedreht ist, haben wir 100. Ich zeige mal kurz, wie sich das Ganze anhört. Kann man, glaube ich, hören. Allerdings kann es ja jetzt sein, dass mir der Delay ein bisschen zu stark rüberkommt. Und der Iceverb auch. Die möchte ich also ein bisschen reduzieren. Dazu kann ich wieder im Controller Manager die Einstellung für die Ansteuerung der einzelnen Knobs verändern. Knob 1, das ist hier mein Beatmesher, der soll eigentlich so bleiben. Knob 2, naja, den möchte ich eigentlich ein bisschen reduzieren. Der soll also nicht von 0 bis 100 gehen, 0 bis 100, sondern vielleicht nur von 0 bis 60, 0 bis 70, irgendwie sowas. Dazu muss ich hier den Interaction Mode umstellen auf Relativ. Und jetzt kann ich hier
die Acceleration, die Beschleunigung und darüber die Sensitivität ein bisschen einstellen. Könnt ihr dran rumfummeln? Ich drehe jetzt einfach die Sensitivität mal ein bisschen runter. Und jetzt sieht man schon, wenn ich den Knob von 0 auf 100 drehe, geht der Delay nur noch ungefähr bis zur Hälfte auf. Und genau das ist ja, was ich will. Und bei Knob 3 möchte ich das nicht ganz so stark. Ich also relativ und nehme mal die Sensitivität nur ein bisschen zurück. Ja. Jetzt sieht man also nochmal, mit dem Drehen dieses Knobs geht der Beatmesher von 0 bis 100, der Delay geht ungefähr bis zur Hälfte und der Icewrap ungefähr bis zu 3 Viertel. Jetzt hören wir uns das nochmal an. Ihr seht, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, das erklärt einigermaßen, was ein Superknob macht. Das kratzt jetzt aber wirklich nur an der Oberfläche. Was man zudem noch machen könnte, wäre, dass man mit dem Drehen des Knobs die Filter Low-Pass und High-Pass umschaltet, dass man die Equalizer verändert, Höhen, Mitten, Tiefen rein bzw. rausdreht, gleichzeitig vielleicht die Lautstärke ein bisschen absenkt oder anhebt. All diese Sachen lassen sich super mit Super Buttons machen. Ich kann auch theoretisch, wenn ich ganz verrückt sein will, hier 12 Effekte alle auf einen Knob legen, indem ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alle 12 Effekte mit dem einen einzigen Knob steuere. Ich vermute mal, das wird sich dann nicht mehr gut anhören, aber theoretisch möglich ist es. Mich interessiert brennend, ob ihr Super Knobs auch einsetzt. Postet das doch am besten auf Facebook. Ihr findet mich da unter djsetup.de und ebenso freue ich mich natürlich, wenn ihr Kommentare auf der Seite selbst, djsetup.de, hinterlasst. Es gibt übrigens auch einen Podcast, den könnt ihr auch auf der Seite abonnieren. Ihr findet den auch in iTunes, wenn ihr dort djsetup.de eingebt. Also ich freue mich auf eure Interaktion mit der Seite, mit mir und sag mal bis zum nächsten Mal.